Guten Tag, hat er gesagt. Wir graben uns hier gerade mit dem Pförtner durch. Auf dem Weg, ja. Ne? Eigentlich hier nach Süden weg. Richtung Turm. Eigentlich so die große Ziel hier. So, jetzt haben wir den Weg schon mal geschafft. Da bin ich da drauf, aber noch nicht glücklicher. Ich muss ja eigentlich hier so hin. Oh. Das ist noch richtig lang. Zum Glück liegt hier sehr viel Klimsbims rum, wann man sich mal so ein bisschen ranziehen könnte, ne? Ne, das hilft mir auch nicht so richtig. Ne, auch nicht. Aber wir lassen ihn erstmal da probieren. Ah, jetzt schafft er, ne? Naja, wieder ein Kapitel weg hier. Ich glaube, das Schlimmste wird hier mit unter anderem das hier. Ja, und da hinten. Ja, und eigentlich überall. Okay. Lang fassen und. Ah, shit. Da ist ja nur da was. Aber ich glaube, jetzt kann ich hier irgendwo nach hinten auch greifen. Ah ja. Oh, ich will eigentlich zum Haus hin, obwohl ich glaube, ich nicht beim Haus lang kann. Ich glaube, so hinten lang wäre eigentlich viel, viel schöner, ne? Die Frage ist nur, was hinten lang ist. Guck mal hier. Gibt ja hier hinten da die Wege. Könnte man hier so vielleicht hier hinten lang. Aber ich weiß das nicht. Ich glaube, ich probiere das mal aus, einfach mal auch um zu gucken, was da ist. Für mich so, ob hier hinten das vielleicht doch eine coole Gegend ist. Also er hat ja hier Gott has ja, Gott hat Antworten. Er weiß nicht, ob Gott immer Antworten hat und ob die auch so toll sind, aber naja, ich weiß nicht, ob der Weg hier hinten jetzt viel, viel geiler ist irgendwie. Ich bin ja so hoch hier jetzt, ne? Ja, wir kundschaften hier einfach. Auf jeden Fall fährt sich das ein bisschen schöner. Als wenn ich da vielleicht jetzt da im Matsch stecken würde. Achso, den habe ich nicht gesehen. Also hier, das ist wirklich eine schöne Steinfahrt auf jeden Fall. So. So, das sieht doch ein wenig geil aus. Aber oft fahre ich ja nicht so mit denen hier rum. Da nach oben ist auch noch was. Ah, hier gibt es Holzrahmen. Okay. Ja, wir sind hier gut nach hinten gekommen, ne? Ich glaube, wenn ich jetzt statt da den vielleicht hier so hinsetze und hier so hoch mache, dann hätte ich auch ein bisschen was gewonnen. Ich sag dazu jetzt gar nichts. Weil die Brücke, die war einfach gemein. Boah. Ey, werde schief, die laufen jetzt hier, ne? Unfassbar. Boah, ich fahre aber heute auch ein bisschen zusammen, ne? Gar nicht konzentriert irgendwie. Obwohl ich eigentlich
konzentriert. Denke, da ich konzentriert bin, aber. Irgendwie ja anscheinend auch nicht. So. Okay, die haben wir abgeklappert und jetzt geht es hier hinten einmal rum. Wir müssen ja Richtung hier. Ja, Richtung hier ist natürlich auch immer geil. Jetzt navigiere ich schon wie Frauchen. Ja, da vorne, wo müssen wir lang? Da lang. So. Oh, das wird schwierig. Da. Links oder rechts? Mal richtig entscheiden und ein bisschen immer auf der Grasnarbe bleiben. Sorry. Na, guck mal, da unten ist was, aber ich weiß noch nicht was. Meinst du, das ist so steil hier? Da ich, nee, ne? Ich muss gucken, was das hier ist. Aha. Hier kriegen wir Sachen. Ein Lager. Oh, ich weiß nicht, ob der Weg jetzt hier so geil ist. Der sieht irgendwie so komisch aus. Hier haben wir zwar überall die Pfeiler. Die Masten besser. Oh, doch. Der Weg sieht gut aus. Das hier sieht nicht so gut aus. Also überall, wo Wasser ist, ist immer so eine Grundgefahr, ne? Like, hängen bleibe. Ja, gut, das sollte jetzt hier nicht so schlimm werden. Hier hinten könnte es schon wieder relativ eklig werden. Oder Falk, aber hier am ganzen Rand der Karte, ne? Jo. So, Hallöchen, Popöchen. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach du heiliger Bimbam. So, und man sieht, also ich hätte schon hier oben irgendwie hingemusst. Ich weiß jetzt nicht, dieser Weg hier, ob der so richtig geil ist. Aber irgendwo geht's hier lang. Oh ja. Und wie es hier so lang geht. Oh, nicht zu schnell. Ah ja, da ist er auf der Turm. Den muss ich erreichen. Ich muss hier hinten aufdecken. Kommen wir was wollen. Okay, hier haben wir Ziegel. Naja, ich merke schon. Wir müssen jetzt hier so irgendwie und dann nach oben. Ich habe die gerade mit einem leichten Blick auch wahrgenommen, den ich nach links gesetzt habe. Dass hier so eine Ansteigung ist. Natürlich die Frage, der hier oder der nächste Weg? Ah, das kommen wir probieren erstmal den hier. Und wer weiß jetzt schon, was hier letztendlich der richtige ist, wenn man es nicht ausprobiert hat. Okay, er räumt hier erstmal noch ein bisschen auf hier. Jetzt haben wir, glaube ich, mal fast alle großen weg. Ah, ist ganz schön glatt hier. Irgendwann haben wir ja alle Steine unten, ne? Da haben wir genug runtergehauen. Ja. Ja, das größte Problem ist ja, normalerweise darfst du ja auch gar nicht aufgeben. Weil wenn du hier rückwärts rollst, ne, dann ist ja komplett schon vorbei. Aber wir haben eine Uffi gegeben und damit werden wir belohnt hier oben. Geil. Natürlich machen wir erstmal den hier. Und gucken uns erstmal eine Runde um hier. Geil. Oh, da hinten ist ein Upgrade. Ach du Heilige. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger.
Hier ist, ob wer hier Zusatzkarte später mal, ne? Ja, hier unten sind natürlich dann ganz schöne Sachen, ey, ne? Hier deckt man noch die ganze Karte auf. Weiß nicht, warum das so ist. Wie komme ich denn da dran? Das sieht ja so aus, ob muss ich hier so hochfahren. Und am besten von hier hinten. Ich will hier als erstes zu dem Metallrahmen, ne? Sonst haben wir ja hier nichts. Spritlager, okay. Sonst haben wir ja hier nichts in der Nähe, außer hier unten nochmal die Steinraum, die Dings, ne? Die Metallrahmen. Aber warum hat er die denn nicht aufgedeckt? Oder haben wir die schon weg? Ja, wenn ich die, ach ja, doch, wenn ich die abreiße, stehen die noch so, okay, dann war ich da schon mal dran. Interessant, interessant, interessant. So, da wäre auch nochmal Holzrahmen, richtig nah und schön nah dran, auf jeden Fall. Ja. Vorfall am Steinbrunnen. Strom. Frachterstellungszone Nummer 2. Generatorbereich. Der Steinbruch jetzt so eine schöne Sache für mich ist, weiß ich auch nicht. Warum haben wir denn eigentlich so viele Holzstationen? Ist ja Wahnsinn. Haben die denn nicht immer alles voll oder was? Holzstationen, jetzt muss ich mal gucken hier. Holzstationen. Ah, ach so, die sind gar nicht. Guck mal, der hat immer. Aber die sind hier nur. Die sind begrenzt, sind die. Okay. So, gut. Also ich würde sagen, wir versuchen hier wieder runter zu machen. Also, bin hier im Dings-Mode. Und dann da irgendwie an dieses Upgrade zu kommen. Ja, hier haben wir jetzt hier noch Steine hingeräumt, ne? War schon relativ ordentlich. Bin ich hierher gekommen? Oh, ich darf jetzt nicht aufgeben, ne? Wie, keine sichtbaren? Die Birke steht doch direkt neben dir. Dankeschön. Das lief ja mal überraschend gut gerade. Da sagt er keine sichtbaren, ne? Der ist ja noch mehr auf Knacks als ich. So. Ich glaube, den Kaffee habe ich mir ein bisschen verdient, aber nur ein bisschen. Aber eigentlich ist ja ohne geschafft, da irgendwie anzukommen. Aber meine fahrischen Künste sind heute auch nicht so die besten, ne? Aber ich denke mal, ich fahre hier einfach nach oben. Das sieht mir eigentlich fast so aus, als komme ich da ganz normal durch. Aha. Boah, bist du ein Todesbaum oder was ist hier los? Aha. Das ist eine Widerstandstange, ne? Erkennst du nicht? Das sind auch so welche, die verlieren keine Nadeln. Das ist Chuck Norris unter den Tannen, ey. Aber wirklich mal. Nee, der Weg kann es nicht sein. Welchen Weg habe ich mir denn jetzt hier ausgewählt? Also hier so, ne? Hier so. Und dann gucken wir uns das da mal an. Ja, wirklich. Eine Widerstandstanne, ne?
Oh, ich glaube, wenn ich da so früh einlenke, dann wird es schlimm. Oh, ich weiß ja nicht. Was für Wege probiere ich denn hier? Oh, mein Motor ist auch ein bisschen. Noch gar nicht gesehen gerade. Nee. Ja, können wir auch rauftanken, das ist jetzt nicht das Problem. Aber mehr hier mit der mit ein bisschen reparieren wäre das ganz geil. Alter. Aber ist gut. Weiter kommt er anscheinend nicht, weil er nur das davor. Okay. Ne, schafft er irgendwie nicht. Also ich probiere jetzt mal Folgendes. Versuchen wir jetzt den Arsch an der Tanne hier nach oben zu ziehen. Oha. Also klar, wir klettern hier jetzt nach oben, aber ob das jetzt hier der geeignete. Ah, hier ist ein schöner Pfad. Der sieht mir ein bisschen geiler aus irgendwie. Ja, aber nur weil der geiler aussieht, heißt das nicht, dass ich ankomme, ne? Mal. Ja, das sind nämlich hier noch fünf Probleme. Also weder es geht hier über die Steinplatten irgendwie nach oben oder weiter weg. Aber ich kann ja nicht bergsteigen, ne? Also da geht es zwar ein bisschen flach. Ich glaube nicht, dass man da so kommt. Zumindest nicht mit denen hier. Oder? Nee. Ich gucke mir das erstmal hier hinten an. Oder wir haben ja jetzt hier so die Möglichkeit, irgendwie am Rand durch die Büsche irgendwie da hinzukommen. Was eigentlich gar nicht mal so schlecht aussieht, ne? Dass man da wirklich hinkommt. Oder auch nicht. Bin ich jetzt hier in der richtigen. Ja, okay, ich muss ja nur am Rand lang. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ah ja, da ist er. Ja, gut, das war ja dann doch einfacher als ich dachte. Ein bisschen zumindest. Upgrade! Erhöht! Federung für? Ah! Für den guten. Okay, schön. Ja, und wenn wir jetzt hier runterfahren, dann könnten wir eigentlich den ganzen Weg hier bis nach hinten fahren. Und dann sollte eigentlich diese Einschneisung gar kein Problem werden, wenn ich da hinkomme, ne? Also ich muss jetzt hier irgendwie wieder runter. Und auf den Hauptweg hier irgendwie rüber. Also irgendwie nach hier so weg. Ja. Nee, okay, mal hier Weg rein. Kann ich das nicht irgendwie mitmachen, dass der. Ja, okay. Ey, oh, yo. Jo, ja, mit einem dünnen Auto geht es hier echt fit, ne? Frage ist, was dünn ist, aber.
Hier bist du bei meiner, ne? Die Motor mir immer weiter am Arsch. Er hat ja vorne schon diese Schürze, ne? Und bummst ja auch immer wieder gegen, ne? Ganz eigenartig. So. Und die Frage ist ja wirklich, ob ich jetzt da so runterfahre. Ja, muss ich ja. Ja, gar keine Wahl. Muss ja da runter. Irgendwie hier runter. Hier noch einen runter. Oh, noch einen runter. Hier, wo ich nach oben gefahren bin. Der Wahnsinn, dass ich da überhaupt nach oben geschafft habe. Ja, ne, ich wollte schon sagen, man muss ein bisschen aber auch die Kurve schaffen, ne? Sonst wäre es echt frech. So, da unten sehe ich schon eine widerliche Straße. Ich weiß zwar nicht, wo jetzt der Weg hingegangen ist, aber wahrscheinlich ist es einfach besser, wenn ich hier probiere, irgendwie dahin zu kommen. Und das ist gut. Ich sag dazu nichts. Vorhin haben wir hier Chuck Norris unter den Tannen gehabt, ne? Jetzt war es hier, keine Ahnung, Arnold Schwarzenegger der Zweige. Wurde schon ein bisschen mysteriös auf jeden Fall. Aber wir sind unten. Das ist die Hauptsache. So, erreiche ich noch eine Tanke, bevor ich jetzt hier Sprit brauche, oder? Ach du Heiliger, was denn das jetzt hier? Okay, das wirkte jetzt ein bisschen brutaler als es aussah. So, hier nach oben lohnt sich das gar nicht, ne? Hier ist so gar nichts. Ja, hier ist noch was. Oh, eine Holzstation. Was auch immer. Weiß ja nicht, ob ich da mal hinfahren sollte oder nicht. Aber wenn ich jetzt vorbeifahre, ist auch wieder doof, wenn es da eine Quest gibt, aber. Ach, das kommt, wir sind ja nur einmal hier. Meteor Station, okay. Ja, dann gehen wir da mal gucken. Da wird es ja bestimmt noch eine Quest geben oder so. Immer felsenfest davon aus. Viele kleine Wege, voll cool. Das mag ich wirklich an dieser Karte. Hier gibt es 10.000 kleine Wege, die man erstmal wissen muss. Ah, zum Beispiel wie das hier. Das sieht mir jetzt nicht so geil aus irgendwie. Warum sollte ich denn jetzt auch den Weg fahren, der da unten schöner aussieht? Ne, hier oben will ich gar nicht lang fahren. Oha. Oha, oha, oha. Ich kippe hin, ich kippe hin. Ja. Das lief alles gut. Aber da will ich lieber hier am Rand rüber. Denn lieber kurz ein bisschen Wasser mitnehmen, statt hier denn die lange Breitseite irgendwie. Wollten wir ja jetzt nicht komplett abduschen. Ja, wo bin ich denn jetzt? Ah, ich hätte bestimmt da nach oben gemusst, ne? Jetzt nehme ich wieder den Scheißweg wahrscheinlich. Oh, was machst du denn? Okay. Und gibt's hier auch eine Quest oder so? Oh, nix. Hier gibt es einfach. Ja.
Hier ist so langweilig, da fallen sogar die Zäune um, ne? Ach, das gibt's doch gar nicht. Okay, dann halt nicht. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann geht's hier wieder runter. Und ja, habt noch einen schönen. Bis dann, ciao.